Also es hat ganz große Vorteile für die Kommunikation mit dem Patienten, wenn Arzt und Patient in einem Boot sitzen und über die gleichen Dinge sprechen, auch mit der gleichen Sprache sprechen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Patient über seine Behandlungen und weitere Behandlungsschritte fachlich sehr gut aufgeklärt ist durch uns Ärzte, damit er auch in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden kann. Also damit er auch das Gefühl hat, er ist aktiv an seiner Therapieentscheidung mitbeteiligt und nicht ich als Arzt bestimme ganz allein über sein Schicksal, sondern er hat auch ein Mitspracherecht. Ob diese Therapie sich wirklich für ihn lohnt oder ob er sagt, meine Lebensumstände lassen das jetzt im Moment gar nicht zu und mir ist Lebensqualität vielleicht wichtiger als 10% längeres oder mehr Überleben. Und ich finde, da gehört es dazu, den Patienten mit in die Entscheidung einzubeziehen. Und es gibt viele Entscheidungen, die durchaus abgewogen werden müssen mit dem Patienten zusammen, wo ich gar nicht bestimmen kann als Arzt. Also der Patient ist der Experte für sein Leben. Ich bin der Experte für die Therapie und würde den Patienten natürlich beeinflussen und Empfehlungen aussprechen, aber ich kann nicht in sein Leben hineinschauen. Also da muss er mitentscheiden. Es gibt ja eine ganze Reihe von Informationsmaterialien für Patienten. Ich bin ja jetzt Onkologin. Da kann ich jetzt das Informationsmaterial der Deutschen Krebshilfe natürlich sehr empfehlen, was sehr patientenfreundlich gestaltet ist, wo viele Fragen beantwortet werden. Das merkt man auch, wenn das der Patient gelesen hat im Arzt-Patienten-Gespräch. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Reihe von Informationsmaterialien von den Krankenkassen oder von den anderen Fachgesellschaften, also jetzt von der Onkologie unabhängig, wo sich Patienten gut informieren können. Und wo das Material auch gefiltert ist. Das wird ja mit Kollegen entwickelt und das ist anders als im Internet, wenn man einfach seine Krankheit dort eingibt, in irgendeinem Patientenforum landet und völlig ungefilterte Informationen auf den Patienten einprasseln.